Wir sind jetzt im Bayerischen Wald in der Nähe von Zwiesel, Zwieselsau, am Campingplatz Green Village und den zeigen wir euch jetzt mal. Machen wir jetzt einen kleinen Rundgang. Hier geht's also rein. Die Einfahrt hier ist relativ unspektakulär, fährt man schnell mal dran vorbei, wenn man nicht genau weiß, wo es ist. Da ist nur ein kleiner Bach. Green Village, der Name ist gut, das ist nämlich auch hier fast alles grün. Das ist das einzige Gebäude. Das sieht aus wie so ein altes Bauernhaus. Da steht Anmeldung, aber die Anmeldung ist auch ganz unspektakulär. Man kommt einfach, sucht sich einen Platz aus und abends ab 18 Uhr kommt dann jemand für die offizielle Anmeldung. Dann hier hinten im Gebäude sind dann die Toiletten. Hier gibt es noch einen Aufenthaltsraum mit Internet-Hotspot, diverses Kartenmaterial. Dass jeder was findet, sogar einen Berger-Katalog haben sie. Gehen wir ganz hinten, können wir mal kurz hinterschauen, da gibt es noch einen Raum, wo wir Waschmaschinen. Hier also Waschmaschine und Trockner, Spülmöglichkeit und ein Herd. Und den kann man schon jetzt einfach benutzen, oder? Ich weiß es nicht. Ja, mit Backofen gut. Da muss man ja kein Geld einspeisen, oder? So, wenn es hell ist, kann man natürlich hier auch draußen spülen. Und hier sind dann die Dusch- und Waschräume. Warmes Wasser ist im Preis mit inbegriffen. Ja, und ansonsten ist hier alles ganz unkompliziert. Einfach viel Bäume, viel Grün. Da sind die Tonnen. Genau, da sind die Mülltonnen. Habe ich doch gesagt, dass die da beim Gebäude irgendwo stehen. Ja, da kann man trennen. Ja, auf der anderen Seite vom Gebäude ist eben das, was hier wie ein Stadel ausschaut oder wohl halt auch mal ein Stadel war. Deswegen war das wahrscheinlich wirklich mal ein Bauernhof früher. Gut, dann schauen wir jetzt mal, wie weit es hier noch geht. Kann man dann dazwischen drin auch wieder zurückgehen? Ja, bei uns kann man schon durchgehen. Genau. Ja, da hinten wäre es auch schön gewesen. Ja, geht schon. Weißt, wenn, ja, war halt wahrscheinlich nicht frei. Ja, weiß man nicht. Was. Das wäre eigentlich für uns der ideale Weil Platz da gewesen, ist gell? So ein bisschen, ja. Das wäre für. Da hinten noch, da ist irgendwie. Nee, das ist so ein Wehr. Das ist die Fischtreppe. Ne? Mhm. Dann ist Wasser noch drin. Ah ja, und da hinten fließt es dann in den Bach rein. Und der Bach kommt dann wieder bei uns am Platz vorbei. Noch ein Abenteuerpfad. Hier also der Bach. Und da geht es wieder nach in den Platz. Ach ja, da kommen wir jetzt in der Nachbarschaft irgendwo raus. So. Dann sind wir ja schon fast wieder da. Können wir mal einmal in unseren Hinterhofgarten schauen.
Ah ja, genau, hier gibt es ja einen Zugang zum Bach. Können wir mal einmal runterschauen. Da kann man also auch reingehen. Wie man sein Auto dann so da reinbringt, ist die große Frage. Wir haben mal die von da. Da gehen wir so außen rum und dann erst rein. Nee, von hier. So, und hier haben wir uns dann gemütlich eingerichtet. Fahrräder natürlich dabei, Küche im Außenbereich. Und innen haben wir es uns auch ganz gemütlich gemacht. Mit Wäscheschrank, Kühlschrank, Wohnbereich, Bett hochgeklappt. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Da drüben sieht es schon so schön nach Chillen aus und bei uns schaut es nach Arbeit aus.